ganz viel Qualität, um das schonungslos auszunutzen. Soleimani hat den Fünfer gezogen. Wir haben zugenommen und es gab bereits den ersten Gegentreffer für den Aufsteiger, die sich jetzt. Contour in Richtung Soleimani, ein Spieler, der richtig schwer zu greifen ist, weil er eben überall auftaucht. Sieht ähnlich aus, aber alles gut gegangen. Gail Ondua, Neuverpflichtung aus Russland, soll Stabilität bringen und hat auch ein gutes Auge. Idee. Der Mann, der da kurz wieder am Ball war, Koro Kone, kein Junger mehr, ganz und gar nicht 30-jährig, zuletzt. Dann wäre es wohl 1-1 gestanden. Ebenso gefeiert als Fußballgott. Eine Riesenehre für Fabian Lustenberger. Da kommt einer, fällt. Ein paar leichte Proteste. Aufgepasst. Sotje prüft von Bamos aus der zweiten Reihe. Dann Wüthrich. Sotje, ziemlich riskant, sein Kopfball da in die Mitte hinein, aber Ondua bügelt aus. Aber jetzt gewinnen sie auch mehr Zweikämpfe. Zu Beginn war das ein klares Herrscher. Wohl nächste gelbe Karte, wenn denn dieser Angriff vorbei ist, es läuft noch Vorteil. Gellende Pivanovic. Er behauptet sich. Dann Ondua, wieder Anthony Sotje. Lugano hat erneut getroffen, 2-0. Jetzt der Spielstand. Hat wirklich IBE hinten schon das eine oder andere Problem. Doch länger her, dass ich die. Ballverlust, ein haarsträubender, 3 gegen 2, wenn es schnell geht. Ondua nimmt Konya mit, außen Koro Kone, kurz vor der Pause durch Rodriguez. In Richtung 5 Meter Eck da. Und dann ist Pause. Gamalü gegen 2. Und das war dann einer zu viel. Nicht bei den Profis aktiv, sondern im Nachwuchs. Er kämpfte sich den Stammplatz bei Servet und ist jetzt aus. Ondua, starker Zweikampf gegen Ebischer. Den Freistoß noch. Ondua
Schwacher Pass auf Kone, der in überragender Form. Da muss er jetzt erst wieder hinkommen. Kone für Gonçalves. Dann Ondua. Etwas sorglos für einmal. Kone, den Namen nicht aufzählen, wer da alles gegangen ist bei IB, das wissen sie selber. Aber was mir dann schon etwas fehlt, ist der letzte Wille, der letzte Glaube. Man sieht selten mal einen Spieler, der auch mal was probiert, vielleicht mal etwas mehr erwartet. Der Fehler. Diesmal von Ciarro. Ciarro kommt über Gonçalves. ...100 Genfer. Die lange auf diesen Moment haben warten müssen. Nach schwierigen Jahren sind sie zurück da, wo sie hingehören. Ein Verein mit ganz viel Tradition. Stefan Müssen. Also das war eine Riesenmöglichkeit. Soti wissen auch, dass sie starke Transfers machen konnten. Dem ist ja wohl auch so, aber bislang haben diese wieder in Richtung Samé. Aber der Ball. Der war schwach gespielt. Sebastian Wüttrich. Gael Ondua. Wieder Wüttrich. Bewertung ausstellen. Aber ein Sebastian Wüttrich sticht heraus. Da war er. Am Dienstag folgt ein enorm wichtiges Spiel für den FC Basel. In den Niederlanden sind sie zu Gast in der Champions Tunnel. Gegen Sotje. Flanke kommt. Zwei Genfer allerdings mit ihren. Aber ihre Mannschaft bekundet größte Probleme, hat größte Mühen gegen Servet. Das weiterhin von einem Punktgewinn träumen darf im Stade Suisse. Samé versucht auf Waro abzulegen, der kommt da aber nicht dran. Dua, Kone, Gonya, gefährlicher Mann. Alex Schalk, erster Ballkontakt, ein geglückter. Geil und Dua mit viel Platz, das erinnert uns irgendwie ans 1-1, da hatten sie auch viel Raum, diesmal allerdings. Gaudino, er ist gekommen für den Lucky Punch. Gonya. Gonçalves. Wieder Gonya. Ondua. Cespedes. Und jetzt lassen sie da den Ball noch etwas in den eigenen Reihen. Oh, Sasso mit dem Aussetzer. Der gerade noch mal Glück gehabt. Also, da haben sie es jetzt etwas auf die Spitze getrieben. Minuten noch. Waro. Geblockt. Dann Gaudino. Kommt auch nicht durch.